Servus Leute, Sydney ist back und ich darf euch heute mal wieder ganz gechillt begrüßen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, neues Delay Sportspiel. It's Sunday, it's 11 a.m. Ich bin müde as fuck, aber es muss jetzt losgehen. Wir gehen jetzt rüber zum Spiel. Ich habe die ganze Nacht Fortnite gespielt, OG Season, ich liebe dich. Danke Fortnite, danke Epic Games. Ich nehme schnell eine Banane mit. Man merkt, ich bin spät dran. Eine Banane und ein Apfelrino. Und ein Smoothie, Digga, was ist denn hier los? ja, viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ciao. So, das ist mein Outfit des Tages. Ich habe Skates LV, Trendvision Hose. Wo ist der Hoodie? Ich glaube auch Trendvision sogar. Und Prada Weste. Ich hoffe, es wird nicht so kalt. Mit dazu ein Apfel, Banane und ein VitaVate. Leute, Wochenende, ihr habt Spiel, nehmt VitaVate mit. Nehmt zur Schule VitaVate mit. Trusted und einfach. Geht zu Rewe, geht zu Edeka. Und schlag zu. Und schlag einfach zu. Ist gesund. Ihr könnt davon am Tag so viel trinken, wie ihr wollt. Ohne schlechtem Gewissen. Perfekt zum Zocken, sage ich. Weil sonst trinkt man da immer Scheiße. Trinkt VitaVate. Tut eurem Körper was Gutes. Wenn ihr auf süßere Sachen steht, holt euch VitaVate Tee. Trusted. Sonst VitaVate normal. Kurze geht jetzt zum Spiel. Ich bin ein kranker Mann. Oder ich war ein kranker Mann. Ich hatte eine Mandelentzündung letzte Woche. Man muss Antibiotika nehmen. Ich habe gerade meine letzte Tablette genommen. Deswegen darf man leider keinen Sport machen. Weil das gefährlich ist fürs Herz. Deswegen das Fritte und Jello heute von der Bank. Guck mal, wie gut der Platz hier mittlerweile ist. Leider darf man heute nicht spielen. Weil es halt die ganze Nacht geregnet hat und dann ist der Platz zu weich. Und dann macht man den Platz kaputt. Und der Platz ist dann die nächsten 3 Wochen gesperrt anstatt nur heute. Und deswegen ist er erstmal gesperrt. Wir hatten gerade noch mit dem Glied. Von der Herzenswunschorganisation. Ein sehr sympathischer Rollstuhlfahrer hat sich das gewünscht. Aus Basel sind die extra hergekommen. Haben ein bisschen mit ihm geredet. Eli hat ihm noch seinen Lamborghini-Regenschirm gegeben. Und ein Shirt. Ich hoffe, der hat sich auch gefreut. Weil im Endeffekt seid ihr ein Teil von uns. Wir sind eine Community. Und ja, wir hoffen, ihr könnt euch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wir haben jetzt das nächste Meet & Greet. Jo. Aber wir sehen uns nicht so viel. Es geht ums Spiel. Hi Leute, ich bin heute gegen Polonia 2. Es ist schwierig. Die sind nicht mal so weit unten in der Tabelle, nicht so weit oben in der Tabelle, ich glaube, die sind 8er oder so. Es ist aber ein Anmärchen. Ich habe mir gestern alles hier telefoniert. Das ist ein Anmärchen. 15 Minuten mit Andi telefoniert, gestern. Wir glauben dir, Eli, wir glauben dir. 15 Minuten mit Andi telefoniert, die haben 3-mal verloren. Ach, egal. Warte mal, die haben verloren 3-mal alles von oben. Ransdorf, Borsigwalde und einmal haben sie unentschieden gespielt gegen irgendwas von oben. Und diese Niederlagen waren knapp. Die anderen Spiele haben die relativ hoch gewonnen. Die haben halt... Die haben 12 Punkte oder ich hab so. Ich habe nicht einmal ein bisschen zugehört. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gelabert hast, Digga. Wir sind geschwächt. Wir spielen auf einem kleinen Kunstrasenplatz. Rasenplatz ist gesperrt. Alles anspannen. Hier hört ihr es zuerst. Heute lasse ich auch locker. Piano. Ich reg mich heute nicht auf. Ich lasse es heute passieren. Du hast heute ein schlechtes Gefühl, ne? Ja, heute ein schlechtes schlecht. Gefühl. Ganz schlechtes Gefühl. Da habe ich doch meine Lieblingsbrüder. Guckt ihr denn so bedrückt? Seid ihr Dortmund-Fans? Bayern-Fans. Ja. Was noch? Oh, wie lief gestern? Seit 3 Monaten. Schöperbatsche. Ein Mensch, türkischen Fußball an. Fenner holt 19 von 19. Digga, heute kommen. Die haben gestern verloren. Yes. Das war schon wieder so krass. Ihr habt euch da richtig getriggert gefühlt, ne? Was ihr beide, Moin, hast du deren Story gesehen? Nee. Exakt. An alle Söhne oder was hast du gesagt? War das? Ich hab einiges gemacht. Digga, er macht so an alle. Söhne, die jetzt aus ihren Löchern kommen und warte, guck dich an. Was ist denn los, Jungs? Hey! Ich dachte, er hat irgendwas gereakt. Bleib doch mal sachte! Ja, hier. Alles aus ihren Löchern rausgekrochen. Guck mal, in der Türkei freuen sich viele Menschen darüber, dass Fenerbahçe nach 5 Monaten wieder verloren hat. Dennoch ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und sich bewusst zu machen, dass ihr alle nacheinander noch vom Fenerbahçe gefickt werdet, ihr Wichser. Die Größten im Land, wir sind die Größten im Land, sind auch die meistgehassten. Mehr muss ich einfach nicht sagen. Bis zum Tode Fenerbahçe. Und dann die nächste Story. Bleibt mal ruhig da drüben, 11 Punkte Abstand und dann, keine Ahnung, was der. Also, Söhne, weißt du auch nicht. Doch, guck jetzt, warte. Trabzon. Ah ja, da hat Söhne. So, schönen guten Morgen. Wir spielen heute gegen Colonia, die zweite Mannschaft. Sind heute bei Preußen wieder auf dem Platz. Endlich mal wieder, ist ja eine schöne Anlage. Leider fängt es an zu regnen. Eventuell müssen wir auf Kunstrasen umziehen. Mal gucken. Wird gerade noch entschieden? Ja, nein, werden wir sehen. Wenn es so ist, ist der Platz halt gesperrt, gehen wir auf Kunstrasen, alles kein Beinbruch. Viel schlimmer ist, da kriege ich heute Morgen um 10.20 Uhr von Michael eine Nachricht, von Dada eine Nachricht,
Ich kann nicht spielen. Mein Knöchel tut weh, ich kann nicht spielen. Ich hatte ihn gebeten, gestern mir das zu sagen. Hat er nicht gemacht, heute Morgen. Jetzt musste ich Ersatz organisieren. Habe ich Nico gefragt. Nico bringt noch seine Klamotten mit. Dann habe ich einen aus der zweiten rekrutiert, der wird kommen. Die haben zwar heute noch Spitzenspiel, aber vielleicht muss er eine Halbzeit spielen. So sieht es im Moment aus. Wir haben wieder ein paar Ausfälle zu beklagen. Sercan ausgefallen, Alex ausgefallen, Paul ausgefallen, Sydney ausgefallen. Also von daher sind einige. Mal gucken, wie wir das machen. Aber wir haben eine gute Elf. Wir haben einen sehr starken Kapitän. Warum ist es jetzt besser? Ihr wisst alle, wo er gerade war. Sein morgendliches Geschäft macht er immer auf dem Platz. Mal gucken, also wir haben eine gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen. Wir spielen auf Kunstrasen. Da hat der Präsident von Preußen hat wohl gesagt, wir sollen auf Kunstrasen gehen. Also gehen wir auf Kunstrasen. Der Platz ist gesperrt. Gute Spieler haben immer zwei Paar Schuhe dabei. Wer hat also keine zwei Paar Schuhe? Ja, die schlechten halt. Okay, Mannschaftsaufstellung. Otti ist im Tor, Innenverteidigung. Während spielen Niki und Basti aus der zweiten, der kommt gleich noch. Weil wir keinen großen Innenverteidiger haben. Kommt einer aus der zweiten, der wird gleich spielen. Außenverteidiger haben wir Dennis und Ogün. Auf der 6 fangen an Timur und Julius. Linkes Mittelfeld fängt an Dennis, rechtes Mittelfeld Michael, Patrick 10 und Corum Sturm. So fangen wir an. Guten Morgen. Was ist los heute bei dir? Ich darf nicht, ich würde gerne. Antibiotikum. Kein Sport machen, leider. Blöd. Aber er ist ja trotzdem da. Er ist da, natürlich. Natürlich, ich bin. Du musst ja die Jungs supporten. Linie auf der Bank. Ich freue mich schon auf seine Anweisung von der Seitenlinie. Wobei das jetzt auch nicht so sein Wetter ist, muss man auch sagen. Was ist das? Es hat die ganze Nacht durchgeregnet und deswegen ist der Platz gesperrt und wir spielen auf dem Kunstrasen. Zum Glück bin ich nicht aufgebot. Da wäre ich sauer gewesen. Kommt ihn jetzt nicht unbedingt ungelegen. Aber du siehst sehr fit aus. Wie lange hast du gemacht gestern? Heute. Drei nur. Achso, das geht für dich. Also du siehst sehr fit aus. Okay. Also ärgert mich noch mehr, dass du heute nicht spielen kannst. Hä? Einfach Lara, also so Kamerafrau, sie hat einfach Vitamin kommt dabei. Ja, ich hab nicht mal welche. Jetzt? Auch gut. Ist der Coach zufrieden? Also wir machen ja immer das Beste aus allem und ich glaube, wir haben jetzt hier auf die Ausfälle, die kurzfristigen, sehr gut reagiert. Haben noch einen Spieler aus der zweiten rekrutiert, haben Nico angerufen, der nachher noch arbeiten muss. Der hat es noch freischaufeln können, dass er noch kommt. Also von daher haben wir gut drauf reagiert. Der Boden, ja gut, ist jetzt auf dem Kunstrasenplatz, ist auch nicht der Beste mehr. Aber ich glaube, das kommt uns vielleicht gar nicht so ungelegen heute, weil auf dem Rasenplatz eine körperlich betonte Mannschaft, die ich heute erwarte als Gegner, hat es auf dem Kunstrasenplatz nicht ganz so leicht wie auf dem Rasenplatz. Da könnten sie halt mehr den Boden umflügen und mehr grätschen und so. Und ich glaube, das ist hier okay. Außer bei dem Freundschaftsspiel, aber erstmal hinten. Ja, hinten mit Niki zusammen. Niki, ich weiß, das ist jetzt nicht deine Favorite-Position, aber du lässt dich außer auf der 6er Position sowieso mal sehr oft nach hinten fallen. Deswegen machst du das von der Position aus gut. Ich musste Basti auch reinladen, nur alleine schon, weil ihr seht, er ist einen Kopf größer als ihr. Ja. Also das ist, wenn da ein hoher Ball gekommen wäre. Genau, und ich, deren bester Stürmer oder deren bester Torschütze ist der große Blonde da hinten. Genau. Okay. Aber der ist Abwehrspieler, glaube ich. Oh, also nach Standards. Ich würde sagen, dass er bei Standardsituationen immer nach vorne kommt oder so. Das ist so meine Vermutung. Genau, da ein bisschen aufpassen. Also zum Anfang, wie gesagt, probiert das Spiel erstmal hinten ruhig zu machen. Probiert den Ball pendeln zu lassen in der Kette. Wir haben in der letzten Zeit, finde ich, viel geübt. Manche Sachen habt ihr gut umgesetzt, auch im Training. Manche Sachen noch nicht so gut umgesetzt. Heute ein kleiner Platz für uns. Müssen wir gucken, dass wir ein bisschen mehr Fußball spielen. Bei den Diagobällen, die sind natürlich leichter zu verteidigen. Das wird dann ein bisschen schwerer werden, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann vielleicht nicht von der Sechserposition in die Kette fallen lassen, sondern dass wir sagen, wenn wir den Ball in der Viererkette pendeln, dass die Beine dann quasi mehr oder weniger den Außenverteidigern eine Ansage machen, die bewegen sich entsprechend mit nach vorne, verstärken die Flügel und kriegen dann den Diago gespielt. Ansonsten Koro, Wandspieler, nach vorne hier. Das, was wir im Training auch geübt haben, das war von den Sechsern aus, den Ball auf Koro spielen. Koro legt ihn ab, zum Beispiel auf den Zehner oder auf den anderen Sechser und dann wird der Ball von hier entsprechend in Tiefe gespielt, hier rüber ein Diago-Ball gespielt, hier die Linie lang runter gespielt. Also wirklich, dass wir diese Wandposition von dir, Koro, dass wir das heute wirklich extrem nutzen. Standards, die haben einen relativ großen. Wenn er die Nummer 3 hat, müsste er haben, dann ist es der bester Torschütze. Ich glaube, er ist Abwehrspieler. Das heißt, Basti wird den nehmen. Basti ist bei uns heute der größte Spieler. Der wird ihn dann sich um den kümmern. Ansonsten bei Standards gegen uns achtet drauf, dass wir gute Zuteilung haben und sprechen.
Ja, manchmal neigen wir dazu, dass wir erst irgendwo alle am Mann stehen und dann geht keiner mit rein. Bei Ecken für uns müssen wir mal gucken. Da würde ich auch sagen, Basti, dass du ruhig mit nach vorne gehst und er dann abgesichert wird, so wie es die anderen Innenverteidiger bei uns auch machen. Wichtig, bei Standards für uns, nicht in den Konter laufen. Okay, Abschluss suchen, das Ding muss vorne bleiben. Wenn wir den Ball verlieren, Gegenpressing gleich da vorne direkt machen, ansagen. Julius möchte, dass du vorne Ansagen machst und dass dann Patrick, Dennis, Michael, Koro, dass ihr mitmacht als Team vorne presst. Wenn wir da vorne den Gegner gleich eng hinten reinstellen, dann kommen die gar nicht raus. Ja, die haben eine Variante. Wo ist denn Timo und so jetzt? Und Freistoß für die. Ich habe noch nicht hingeguckt. Was war denn gerade? Digga, wie soll das Einwurf für die gewesen sein? Ich versteh's nicht. Nichts, ich sage jetzt schon, das wird ganz schlimm mit den Schiri. Ich sage den Schiedsrichter, guten Morgen, er guckt mich an, er sagt gar nichts. Er macht hier so Filme mit Hütchen in Kreisliga B für die Nachwelt. Einfach schon drei Fehlentscheidungen, die sind wahrscheinlich nicht drin. Und das war, glaube ich, kein Abseits, da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Aber so aus Prinzip gegen uns, will ich mal festgehalten haben. Wir kriegen heute einen Elfer gegen uns. Ist egal, draufbleiben, draufbleiben. Hier, oh, sag doch was, Dennis, er sagt aber auch nichts. Oh ja. Es wird so schwer nach vorne zu kommen, man merkt es jetzt schon. Die stehen gut, Platz ist ich sag ehrlich, der ich kleinste Platz der Welt. Boah. Hey! Ich hoffe, er kommt raus. Nee. Ey, Dicker, du willst mich doch verarschen. Das ist doch niemals ein Rückpass. Gibt der Rückpass? Gibt der Rückpass? War sehr schlecht gemacht von uns, aber war kein Rückpass. Sicher? Also ich verstehe nicht, warum er den in die Hand genommen hat. So kein Rückpass. Ja, trotzdem, das ist bei dem Schiri, trotzdem, das weißt du doch schon, den nehme ich niemals in die Hand. Niemals. Ja, Timo mit Schienbein, Flanke kommen mit Schienbein irgendwie, bei Rö zum Torwart. Einfach in die Mauer irgendwie hoffentlich. Man kann da auch nichts machen als Schütze, außer durchschießen einfach. Und hoffen, dass er durchrutscht. Yes! Wuhuhu! Yes! Korb, war Schiri? Ja, wir haben keinen Bock. Wir haben keinen Bock. Daran liegt's. Junge, es ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du gegen einen Gegner spielst, der hinten drin steht. Dann kommst du nicht durch. So wie Saarbrücken gegen Bayern. Ich schwöre, da kann wirklich sogar die klassische Zielmannschaft sein. Ich dachte, ohne mich wird's besser. Bis jetzt war es immer so. Ich brauche einfach nur ein relativ frühes 1-0. Irgendwie, oh mein Gott. Alter, ja, was war das? Ich glaube, wegen den Blättern und so ist er komisch aufgekommen. Nein, Julius, hör doch mal, Bruder, aber irgendwann musst du doch merken. Guck mal, er steht neben ihm. Hey, er muss doch irgendwann merken. Maike ist emsig, ich sehe es. Maike ist sauer. Er hat bis jetzt 5 gemacht, es ist noch niemand angekommen. Ich weiß, sag doch. Ja, besser als wenn gar keiner Pässe spielt. Bleib drauf! Gut, Koro! Micha ist so sauer. Ja, gut, das funktioniert auf Rasen. Hier, du kannst keinen. Oder Herz, ich sage dir mal einen Lösungsansatz. Einer, ich schwöre. Wenn Dennis nach innen zieht, ist ja, hier ja, alles blank für oben. Ja. Das ist ein Laufweg. Du hast ja schon zweimal gemacht. Aber weiß! Da hat der Ball verloren. Und wenn er den Ball annehmen würde, dann würde er durchkommen. Digga, was? Alter, wie gut. Ja, das bekomme ich nicht hin. Eli, willst du heute Cup spielen? Oder musst du Weekend League? Jetzt guck mal hier, guck mal den Pass. Sonst sagst du wieder, ich hab dich gefragt. Ogi, du musst höher stehen. Oha! Und rein! Stark! Allah, gut gemacht. Super! Kein Foul, kein Foul, kein Foul! Ja. Schießen! Abschluss! Nein! Hey! Er steht doch hier! Er kommt doch hierher! Schiedsrichter steht doch hier! Hallo! Digga! Ich schwöre, ich habe es. Aber er macht irgendwas. 4 Meter, nicht im Abseits. Er macht Schiriball, er macht Schiriball. Bruder, ich habe es gesagt, wie soll das gehen? Er steht doch hier! Er hat ihn nicht gesehen, er hat es eingesehen. Er hat es eingesehen. Zum Glück habe ich immer was zum Knabbern dabei. Oder auch nicht.
Ich hab den schon gegessen, Mann. Der ist so lecker, ich glaube, ich esse ihn gleich auf. Jungs, Ogün! Zieh nach hinten, Dennis! Patrick, hier! Hier! Ja, schön gemacht. Nein. Boah, Mann. Digga, was eine gute Grätsche. Gut gespielt, Jungs, gut gespielt. Ja, cool. Nein, wegen Meckern. Nimm mal den Ball, geh mal hin, lauf mal hin. Mit dem Ball, geh mal hin. Es wird ein Einwurf. Bruder, geh doch mal hin einfach. Hä, Meckern ist aber doch kein indirekter Freistoß. Ja, natürlich, schlau. Alles schlau. Helft ihm! Rückpass! Er ist Ecke. Wuhu! Der Michael kann keine Bälle bekommen, nur in der Mitte. Das ist nicht sein Spiel. Der braucht hier den Ball, auf der anderen Seite. In Fuß. Und dann geht's los. Aber wir kriegen ihn nicht dahin. Oder für mich ist das schlechteste Spiel. Ich weiß, wie ich meinen Mischer einsetze. Deswegen hole ich mir da einen Ball ab, weil ich sowas sehe. Aber einer mag mich, wenn ich hinten reingehe. Rot. Nein, ich sag das nicht. Aber da muss jemand für dich auf die 10. Du gehst dahin, ihr seid 3-6 auf einer Linie. Dann soll das müsste Spielverständnis sein, dass unsere Positionen besetzt werden müssen. Mischer, bleib in der Mitte! Die Leitzmann! Hörst du? Ja, guck mal, siehst du, er zieht jetzt ihn raus. Ey, ist das so easy, Schwere. Ja. Dabei! Nice. Ist okay, Press, stell zu! Ogin. Wir brauchen jetzt Musti. Koreis. Ja, oh, schade. Richtig, Flippo! Der hätte reingehen können. Ich hatte voll das gute Gefühl irgendwie. Hör auf. Jetzt. Ich will noch nachtreten. Sehr schlau. Kein Gelb, gut. Für mich ist das schlechteste Spiel, was ich gesehen habe von uns. Ja. Definitiv. Ich glaube, wir hatten 6 Chancen oder so. Bruder, wir hatten nicht eine einzige Chance. Einmal Dings? Sogar Pfosten? Die Chance, wir hatten gar keine. Nein, ich weiß. Pfosten? Dann irgendeiner klärt mit seinem Rücken. Ich sag ganz ehrlich, heute kann es echt sein, dass heute der Tag kommt. Nein. Allah wieder kann sein, dass Punkt weggeht. Oh, oh. Allah. Oh, oh. Mit Brust abgelegt. Gut. Ja. Hä, das war die erste Aktion, die gut aussah. Komm, Patrick. Geh weiter. Hey, jetzt hat er keinen. Mach einfach auf Micha oder so. Oh, aber okay. Gut. Digga, die stehen echt gut die Korridorpässe zu. Nein. Schwer. Ich schwöre. Er ist auf falsche ich sag Seite, Digga. Was für, er war auf links. Ich schwöre, ich sag auch. Da bin ich gerade deiner Meinung. Da kommt wieder ein viel zu schwerer Pass. Bruder, wir kommen nicht nach vorne. Das muss irgendwie in Distanz zu sein. Digga, letztes Mal. Ich guck. Paul kriegt am Mittellinie den Ball. Abschluss! Ja! Ja, okay, Paul. Gut so. War richtig. Diagos heute sind geisteskrank. Ich schwöre, war richtig. Hast du irgendeine Tauschung von uns gesehen? Nein. Abschluss, Wallah. Kann ich. Keine Zeit. Oh! Hey! Hey! Alter, was war denn das? Er war einfach glitschig. Michi, mach direkt. Hey, muss direkt. Oben rechts. Ey, Patrick, einfach scharf aufs Tor. Scharf aufs Tor. Was dabei rumkommt, ist egal. Aber auch scharf aufs Tor. Die lockere Flatti. Nicht so viel. Hand! Hey! Hey! Digga, was? Das wäre unser Tor gewesen. Das wäre unser Tor gewesen. So hätten wir uns den Winner ermogelt. Komm, Ogin. Helft ihm. Komm, Ogin. Digga, alle rennen weg. Ich sage, Ogin ist erlösend. Ja, das ist gut. Ogin, komm auf zwei. Geh mit. Das ist gut. Und such wieder Micha. Warum nochmal da rechts? Digga, was? Ich habe es. Der Linienrichter macht so. Nein. Faul. Guck mal diesen Platz hier, ist das geisteskrank. Guck dir mal diesen Platz hier an. Digga, was ist da? Bruder, was ist denn? Was passiert? Digga, er hat vollkommen den Faden verloren. Da gibt es, ja. Was passiert? Julius hat ihn noch so von hinten so geschubst. Ja. Und dann Ball war weg. Und ich weiß nicht, ob Julius sich clever eingehakt hat oder ob er ihn beigestellt hat. Auf jeden Fall war halt gleich nochmal gleich Aktion. Freistoß.
noch eine angekommen. Es ist noch nicht eine angekommen. Du hast eine Stressbälle? Ja, Eli hat gerade die Fäuste geballt, so. Zerda hat der Elfmeter-Tor. Sage, du bist heute der Mann, der hält für die entscheidenden Momente. Digga, die sind so gefährlich da. Yes. Spiel ab. Bitte, Spiel. Gut. Niki. Hinter Mann! Ja. Hintermann! Flanke! Gut! Gut, Jungs! Was? Schieß doch, Henkel! Schieß mich da! Digga, das gibt's nicht! Ja, 0-0. Wir machen uns das Leben selber schwer. Gegner, würde ich sagen, hat mehr vom Spiel bisher. Haben auch die einzigen Torschancen gehabt. Wir haben gar keine gehabt. Wir haben es in 45 Minuten nicht mal geschafft, einmal aufs Tor zu schießen. So, dass der Ball zum Torwart kommt, ist schon erschreckend. Ja, man kann jetzt beim Schiedsrichter, er macht halt seinen Job und jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich glaube, dass er heute nicht seinen besten hat. Ist halt so, meine Güte, aber daran liegt es nicht. Es ist einzig und allein unser eigener Fehler. Muss was passieren, Halbzeit werden wir wechseln. Mal gucken, aber so vom Auftritt her von uns würde ich sagen, schlechtestes Spiel bisher. Digga, dann sind sie aber eigentlich Zweiter, Digga. Also kannst du mich erzählen, dass... Nee, ganz kurz, unser Spiel ist einfach bodenlos schlecht. Der Gegner hat mehr vom Spiel, das ganze Spiel. Wir haben nicht mal lange Ballbesitzstaffetten. Uns fällt nichts ein. Wir bauen von der Abwehr hinten raus nicht gute Spiele aus. Wir bauen das Spiel nicht über die Sechser auf. Wir bauen es nicht über die Außen auf. Wir haben in 45 Minuten keinen einzigen Schuss gehabt, der aufs Tor kam. Und wenn ihr seht, dass diese Diagobälle vielleicht heute schwer zu verarbeiten sind, wie auch immer, wenn ihr euch flach durchkombiniert habt, dann habt ihr gesehen, wenn der Ball flach zu Koro kam und er ihn abgelegt hat, dann waren wir eigentlich in guten Position. Klar hat der Schiri uns zwei, dreimal einen Abseits gepfiffen, wo keins war. Die müssen jetzt halt gucken, was machen wir besser. Das bringt ja nichts. Ich könnte jetzt 15 Minuten euch voll labern, was alles scheiße war, bringt ja nichts. Wir müssen jetzt auf einigen, wir müssen auf der 6, muss mehr kommen. Da werden wir wechseln. Wir werden jetzt folgenden Wechsel machen. Nico geht in die Innenverteidigung. Niki, du schiebst auf die 6. Timo, du kommst erstmal raus. Außen, Dennis, du kommst raus, dafür kommt Jeff rein. Die beiden Wechsel machen wir jetzt erstmal zur Halbzeit. Die Außen, Jeff ist jetzt nicht hier, sage ich ihm gleich nochmal. Lange die Position halten. Du bist zu früh reingerückt. Zu früh in die Mitte rein. Du musst länger außen bleiben. Überraschungsmoment, dann reinziehen und dann den Ball, dass Ogün dich hinterlaufen kann. Erste Halbzeit ist durch. Habt wahrscheinlich schon von Andi gehört. Oh mein Gott. Achso, von mir. Oha, guter Ball. Ja, läuft holprig, Gegner steht hinten drin. Obwohl, steht gar nicht so weit hinten drin. Aber die stehen gut. Wir haben wenig Ideen, da durchzukommen. Und beißen uns ein bisschen die Zähne aus. Wir brauchen irgendwie Lucky 1-0 durch einen Standard oder so. Es hapert ein bisschen an der Kreativität. Falsche Entscheidungen treffen wir vorne meistens. Oder schon im Mittelfeld. Hauptsache, die machen kein 1-0. Ja. Schade, gut Jungs! Man kriegt auch den Ball, wo er nicht den Ball haben will eigentlich. Alter. Oh mein Gott! Alter. Und Niki, ja, Ogi! Jetzt. Ogi! Ja, ja! Aber das ist alles Fläche! Ich hätte ihn aber auch flach gespielt. Ach man, es tut so weh, dass, wenn man nicht spielen kann. Und man will so viel sagen, aber es geht nicht. Ich will jetzt einfach in die IV gehen und würde ihnen die ganze Zeit sagen, geh dahin. Hakan Cananoglu. Jeffy hat Flattis drauf. Aufs Tor und nachlaufen. Koro. Ja, oder einmal auftippen. Koro macht ihn. Ja, einfach aufs Tor. Aber ist schwer. Guter Ball. Boah. Gut, Jeff! Ich weiß einfach nicht, wie der Torwart ist, ich kann es euch nicht sagen, weil wir noch nicht einmal aufs Tor geschossen haben. Wunderbar, jetzt mich 1-1. Baby 1-1. Das ist es, was ich brauche. Hey! Schiri! Bitte! Nein! Ich brauche irgendwie das 1-0, Digga, irgendwie. Okay, der Beste von denen kann ich weiterspielen. Ist du draußen? Ja, ja. Sag mal im Video. Digga. Ganz kurz. Der Dreier hatte schon gelb, hat Maike komplett umgehauen, müsste gelb-rot bekommen haben. Die haben das gecheckt und haben ihn ausgewechselt. Und die Argumentation war jetzt, er wird ja eh ausgewechselt vom Schiri. Bruder, ich kann das nicht mehr. Helfen. Außen. Gut. Schade.
Oh, Maike raus. Ja, irgendwie durch. Ref! Oh, Jonas! Egal. Oh! Elfer! Ja! Was? Guck, ich sag doch, der Schiri ist wild. Digga, wo Elfer? Wie? Vielleicht Hand oder so? Zedda! Wo ist Zedda? Rein! Mach's warm! Mach's warm! Digga, das ins Video rein. Der, die Nummer. Der Brot! Da wird den eingehen. War das die 3? Die 3. Die 3 hätte vorher schon runtergeben müssen. Ja. Er hatte gelb und hat dann Maike so umgehauen, wurde dann ausgewechselt, damit er nicht rot bekommt. Und wurde reingewechselt. Wurde eingewechselt und bekommt jetzt rot wegen Meckern. Oder? Gegen uns hat er die so schön entwickelt. Gegen uns hat er den auch zweimal reingeballert. Schön entwickelt. Er soll nicht hochschießen. Dicker, ich hab auch Angst. Bei Training schießt er immer oben links. Ja. Komm schon. Yeah! Oh, und die sind einmal Unterzahl. Einmal Unterzahl. Und jetzt kommt das 3-0. Yes, sir. Ich hab doch gesagt. Über Standbein, ich sag's euch immer. Über Standbein. Hä? Mackie? Was ist jetzt los? Eine rote Kuppe oder was? Nein. Ein typisches Bayern-Spiel. Bloß die spielen halt besser. Guck mal, Flipper. Lange 0-0, 70. Minute 1-0. Und jetzt geht's los. Stürmer bei so einer Ballbesitzmannschaft macht nur sowas. Oh, kein Gelb. Gut. Nee, glaub nicht. Gut, Flippo! Noch Gelb. Nee, der holt immer irgendwas raus. Was schreibt er da? Hey! Schiri! Immer laut sein einfach. Schiri, reicht doch irgendwann! Hä? Für die? Was? Schiedsrichter, bitte schon! Der Schiri ist so verwirrt, Digga. 65-70, sag ich. 65-70. Wo ist es denn? Gut, Ich komme aber nur über Standards, ne? Ich fühle mich so, als wenn wir so Darmstadt gegen Bochum gerade sind. So, wo beide nicht nach vorne hinbekommen und einfach so über Standards. Keine Ahnung. Oh. Schön. Schade. Yes! Hurricane! Jeff, ruhig, Jeff, Alter! Alter, muss er durchziehen, ne? Ich kann sowas klappen. Gut! Ja, Mann. Hä? Was ist? Schiri-Ball? Was ist das für eine Scheiße? Was ist da gerade schon wieder passiert? Ich weiß es nicht. Einfach Spiel unterbrochen, obwohl wir gerade Ball hatten. Jonas war frei rechts gewesen. Aber er macht Schiri-Ball. Cool frei. Oh ja. Untermann! Basti, Schiff höher. Tja, wo geht Nico hin? Jetzt haben wir kein EV mehr. Okay. Unser Ball. Jo. Na ja, klar. Also realistisch, ich glaube, ehrlich, ich glaube, der hat schon, auch mit unseren Elfmetern, 12 Fehlentscheidungen. Ja, locker, so 12, 15 Fehlentscheidungen. So lockere. Entspannt. Wo man sagt, ey, du bist doch Sinn. Ja, das sag ich auch nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist schlecht, ja. Schön. Bleib drauf, kein Foul. Gut. Alter. Digga. Wieder Fehlentscheidung und eine gelbe dazu. Nee. Eine gelbe gibt's dafür. Doch. Zwar nichts. Boah, alter Schwede. Ist okay.
Digga. Der Schiri will es. Bleib drauf, bleib drauf! Gut. Andi, wie lange ist noch? 5 Minuten. Wenn ich richtig gesehen habe, hat er 9 Minuten Nachspielzeit. Nachspielzeit? 9 Minuten Nachspielzeit? 9 Minuten Nachspielzeit? Hä? Ich dachte, jetzt wäre 80 Minuten oder so, dass er sich noch warm machen soll. Oha! Gut, Jungs, geht drauf, geht drauf, geht drauf! Ablaufen, gut. Und schubst ihn noch rein. Gut. Schubst ihn ins Tor an. Was? Er will ein. Der Schiri will ein. Digga. Das ist krass. Er hat keine Ahnung. Weiß gar nicht. Und jetzt fällt Geist. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh oh. Zum Glück ist die 3 nicht mehr da. Gut. Komm rauf, Jonas, rauf! Guck ihm, guck ihm! Alter. Willi, was ist das für ein Einwurf, der Schleuder? Der ist verboten. Ja, ist so. Schiri, reicht, oder? Digga, er stoppt immer die Zeit, wenn der Ball im Aus ist. Das ist Eishockey. Also, er stoppt die Zeit, wenn der Ball im Aus ist. Also, wir haben 45 reine Spielminuten. Das ist WM. Das ist wirklich ein Basketball, das ist wirklich Komm, Kamera rein, Dennis! Für uns. Digga, keiner weiß es, keiner weiß, was los ist. Was holt er immer raus? Was holt er da immer raus? Ich verstehe es nicht. Er kriegt gelbe Karte. Guter Ball. Der läuft ein bisschen wie du, Alter, ne? 12 Uhr angefangen, Digga, 90 Minuten. Schiri, Abpfiff langsam, hey! 30 mit Halbzeit, 20 Minuten Nachspielzeit oder was? Oh. Wie los wegen erster Halbzeit? Das ist ein Argument, ne? Nein, erster Halbzeit hat auch schon 7 Minuten Nachspielzeit. Tschüss! Digga, 1-0, mogeln wir uns hier durch, Digga. Wegen dem Lucky Elfer. Immer auf meinem Kanal. Jungs, mein Kanal, mach mal noch 2 Tore kurz. Scheiße, was? 3 Punkte. 3 Punkte. Scheißegal. Am Ende haben wir 20 Siege da stehen, da fragt keiner. Hier war 11 Meter. Oh. Schiri, komm, reicht jetzt. Reicht doch jetzt. Er macht so. Einfach zu, warte noch. Das ist der Weltrekord. Hey! Kein falsches. Hey! 3 Punkte! 14:16, ich schwör's dir. 12 Uhr hat das Spiel angefangen. Ich weiß nicht, wie das so rüberkommt. Aber es war halt wirklich. Es waren 25 Minuten oder so. 25 Minuten Nachspielzeit. Wir haben einen Lucky Elfer bekommen. Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Da können wir glauben froh sein. Wir. Also wir wissen. Ja, wir glauben. Sah so aus von hier. Eine Fehlentscheidung nach der anderen. Das ist der Wahnsinn gewesen. Ich hab sowas noch nicht erlebt. Ja, zum Glück ist der Horror zu Ende. 3 Punkte, hä? Nehmen wir mit. 1-0 auf dem Kanal. Ist okay, 3 Punkte. 3 Punkte nehmen wir mit. Arbeitssieg. Mehr brauchen wir nicht. 3-0? Mehr brauchen wir nicht. 3 Punkte zu 0. Boah. Das wäre ein Scheißspiel gewesen, wäre ich auf dem Platz. Also ich hätte gar keinen Spaß gehabt, glaube ich. Hat man gesehen, hat man ja einen Michael gesehen. Ne? Der ist auch ein Techniker, der war heute ein bisschen untergegangen, leider. Stimme zum Spiel. Boah, es war ein richtiges Kackspiel, Alter. Weißt du, wie lange das Spiel ging? Ich weiß nicht, auf jeden Fall fühlt sich das eine Zeit schon 120 Minuten gemacht. Es ging erste Halbzeit, 8 Minuten Nachspielzeit, zweite Halbzeit nochmal. Dann habe ich ja 120 Minuten was gemacht. Ja, auf jeden Fall
War ein Scheißspiel, war nicht gut von uns. Die haben halt krass gefightet, wir haben uns irgendwie darauf eingelassen und dann glücklich mit 1-0 durch den Elfer gewonnen. Irgendwie drei Punkte. Ja, das drei Punkte. Warum nicht? Gegner war aber sehr korrekt, weil es waren fair. Natürlich viele gelbe Karten, ist natürlich auch ein bisschen bedingt für den Schiri. Wir haben Spaß gehabt. Hier. Drachenkriecher. Alter Schwede. Was? Kampfspiel, ich schwöre, am Ende. Obwohl wir einer mehr waren, haben wir es nicht hingekriegt, den Ball laufen zu lassen. Verstehe ich nicht. Ich schwöre. Es war grottig. Ja, ich schwöre. Flippo. Der Held des Tages. Interview. Komm mal her. Der Held des Tages. Was sagst du denn da? Ich hab riesen Eier bewiesen. Krass. In so einem Moment muss er halt auch die Nerven haben. Echt. Respekt an Flippo. Du bist ein Mann. Hast du auch direkt den Ball geschnappt. Geil. Wir haben 3 Punkte geholt. 1-0 gewonnen. Zu 0. Das ist das Positive. Das Spiel war echt schlecht. Muss man so sagen. Keine Ahnung, woran es lag. Die Jungs, wir haben ihnen genug Sachen vor dem Spiel mitgegeben. Vieles nicht umgesetzt. Viele unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ich fand jetzt, unsere Defensive war noch ganz ordentlich gewesen. Aber ansonsten hat keine Normalform gehabt. Muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Die waren ja, zu spät, nicht auf die zweiten Bälle gegangen, keine Dreiecke gemacht, zu einfache Ballverluste, nicht wach gewesen. Der eine oder andere hat über den Schiri gemeckert, meine Güte. Hat der Schiri nicht seinen allerbesten Tag gehabt, aber daran lag es jetzt nicht, dass das Spiel so zäh war, sondern es lag daran, dass wir einfach schlecht gespielt haben. Und wir haben in der ersten Halbzeit hat der Torwart keinen einzigen Ball aufs Tor bekommen. Der gegnerische Torwart, das ist noch nie passiert bei uns. Und das ist heute passiert und es war echt schlecht gewesen. Aber, wie gesagt, 3 Punkte zu 0. Weiter ein ungeschlagener Tabellenführer. Einfach Nummer 10, Koro. War das anderes frei? Ja, oh Mann, du Armer. So, du hast es schon mal gemacht, denkst du, ich weiß es nicht mehr? Er hat mir Nummer geschluckt, guck mal. Nee. Nee. Fragenkrieger, klaut die 6? Ja, eigentlich meine Nummer. So, schluss mit dem Video. Wir scheißen drauf, wichtig ist. 3 Punkte. So, ich bin jetzt schnell nach Hause gefahren, gucke jetzt noch meine Herde. Ah ja, hier seht ihr mal meine Haare gerade. Deswegen hatte ich einen Durek an, weil die vorgewählt sind. Ich lasse mir morgen Dreads machen. So, Spiel ist zu Ende. Im Endeffekt, ich bin natürlich, wir haben scheiße gespielt, aber wichtig ist, dass wir in so einem Spiel dann auch 3 Punkte holen. Erstmal. Deswegen bin ich stolz auf die Jungs. War nicht einfach, war ein Dreckspiel. Umstände, alles hat gegen uns gesprochen. Viele, letzten Tag hat nochmal Dada abgesagt. Viele Ausfälle. Platz, wir haben extra bei Preußen gespielt, damit wir auf Rasen spielen. Wurde abgesagt, dann haben wir auf unseren schlechteren Kunstrasen gespielt. Ja, also viel dagegen gesprochen, trotzdem haben die Jungs das gemacht. Deswegen bin ich zufrieden. 1-0 gewonnen, scheißegal, 3 Punkte. Passt. Das Einzige, was blöd ist, ist, dass das Video nicht so unterhaltsam war wahrscheinlich, beziehungsweise nicht so viele Highlights waren und wir uns die ganze Zeit wahrscheinlich nur über den Schiedsrichter abgefuckt haben. Worüber ich mich eigentlich als Trainer, als Spieler auch immer aufrege, wenn die Außen die ganze Zeit mit Schiri diskutieren und sowas. Sollen die in Ruhe lassen, aber heute war echt krank. Also heute war echt krass. Naja, mich hat es gestört, dass ich nicht selber eingreifen konnte und spielen konnte oder so. Ein bisschen helfen, aber... Naja, 3 Punkte haben wir. Nächste Woche spiele ich wieder. Ich durfte diese Wochenende nicht, wie gesagt, wegen Antibiotikum. Das ist gefährlich. Deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder bei Elis Kanal. Wenn nicht, kommt diese Woche ein Video hier. Ich weiß nicht ganz genau. Keine Ahnung. Kommt gerne in den Streams vorbei. Fortnite OG Season ist wieder back. Checkt bei 99set, beim Zeitkanal gerne Videos ab. Da sind mal meine Stream-Highlights allgemein. Lasst da mal ein Follow da und lasst hier gerne ein Follow da, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du mich lernst, ich bin jetzt 18, nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman, check mit Kaserne auf und was willst du drehen, mit dem Regen kann ich mit deinem Baum, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, yeah.